Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kumakasten TV. Heute mit einem sozusagen mit einem kleinen Special, weil ja. Das ist, glaube ich, der Eintrag, der am allerhäufigsten drin ist. Und der übrigens bei anderen Fitnessstudios auch, glaube ich, Nummer 1 Faktor ist. Also es ist wirklich extrem. Musik. Ich will gar nicht vorlesen, was wir da alles haben, weil es wäre uferlos und von allem, was wir haben. Nein, ich habe einfach nur Musik hingeschrieben. Das ist echt einfach nur Musik. Ja, die anderen sind drüber. Und das ist schade. Ja, das hat jetzt über die ganze Zeit, aber so ein paar Sachen sind mir im Kopf geblieben. Einfach nur Musik, what the fuck. Stimmt, da stand einfach groß WTF drunter mit dem Fragezeichen. über das gesamte Kommentarfeld und stand einfach WTF. Dann die schönen beiden Gegensätze. Hey, die Musik ist viel zu laut und zu penetrant. Hey, können wir mal bitte auf Nacht die Dudelmusik weglassen? Und ich habe sogar eine Facebook-Bewertung auch gelesen. Es ist schön, dass bei euch nicht so laut die Musik ist und so. Also es ist halt wirklich alles dabei, gell? Ja. Also und, Moment, ich kann mich auch erinnern, es wurde schon der Musikwunsch nach deutschem Schlager genannt. Und aber auch gleichzeitig wir sollen wieder Back to Sunshine Live irgendwie, dann sollen wir aber auch mehr Rock spielen, dann sollen wir Hip-Hop und R&B aber auch spielen und natürlich die epische Musik, die einen noch pusht. Also es ist schon viel durcheinander. Ja, also es ist wirklich, also mal abgesehen davon, was ja natürlich im Kummerkasten immer kommt, es ist ja noch zusätzlich dazu das, was an uns natürlich rangetragen wird, weil ich sage jetzt mal, Musik ist jetzt eher ein Thema, da kann man einfach mal den Trainer anquatschen und fragen, hey, kannst du mal bitte das und das reinhauen? Ist ein bisschen wie beim DJ, hey, kannst du mal das und das auflegen? So, gleich beim nächsten Lied dann. Also das ist schon... Nee, ich wollte mir bloß gerade beschweren, dass der DJ damals meine Wünsche irgendwie nie gespielt hat. Und jetzt gib mir einfach mal ein Licht auf. Ja. Also ich habe den kennt, das war ein Kumpel von mir. Schlechter Kumpel. Ja, ohne Witz. War ein Kumpel von mir. So, aus diesem Grunde, ich habe mal ein bisschen was zusammengeschnitten, wie das bei uns denn so abläuft. Das können wir jetzt einfach mal einspielen. Roll the clip. Hey, Rupi. Könntest du eine andere Musik reinmachen? Was willst du hören? Ich weiß nicht, so Hardrock oder so. Kann ich machen. Mit hinhauen? Ja. Oh, danke. Und besser? Ja, sehr gut. Also, Knie ein bisschen raus. Genau, perfekt. Sehr schön. Ruppi. Jawohl. Können wir vielleicht mal andere Musiker tun? Was willst du? Techno. Hey Ruppi. Jo. Servus. Ich wollte mal fragen, und zwar wegen einer anderen Musik im Fitness. Das wäre ganz cool. Was willst du hören? Hardstyle oder so. Okay. Hey Luffy, ja. Was ist das bitte für eine scheiß Musik? Mach die mal weg. Echt? Was willst du hören? Ja, wenn dann ein bisschen Hip-Hop oder R&B. Alright. Das kann nur sein. Ich dreh durch. Ich hab euch am Anfang zu oft zu viel positiv gelobt. Macht ihr irgendwelche Motivationsvideo oder Musik wie ein anderes, das ist aber nicht, das ist scheiße. Sag ich schon, 99%, das kann doch nicht sein. Ich drehe durch. Was möchtest du denn hören? Am besten Sunshine Live oder die Richtung Elektrotechno oder kann man schon ein bisschen Rock spielen. 2-3 Lieder und dann wieder. Aber wenn das halbe Stunde das läuft, kann ich gleich nach Hause gehen. Das ist scheiße. Kann man schon ein bisschen Rock, aber nicht. Ich stell's um. Ja. Jo. So, also wie ihr gesehen habt, vielen Dank nochmal an alle Teilnehmer. Ich habe die Teilnehmer übrigens bewusst gewählt, weil das gar nicht so weit entfernt ist davon, von der Wahrheit. Einige Teilnehmer da sind schon mehrfach auf mich zugekommen. Ich will das jetzt gar nicht wertend bezeichnen. Nein, ist ja aber die wollen einfach. Legitim.
die wollen das einfach halt so machen. Und ich habe auch schon zum Beispiel mit dem einen dann eben geredet, der jedes Mal beim Training Kopfhörer drin hat, aber halt dann sich trotzdem eine Musik wünscht. Und dann einfach gefragt, warum? Jetzt habe ich extra sein Ding aufgelegt und dann macht er seinen Satz und tut trotzdem seine Kopfhörer rein. Und es ist natürlich, wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, wenn man natürlich im Hintergrund dann jetzt seine Musik hören sozusagen, ja klar. Ja, das ist klar. Beim anderen, der weigert sich aber strikt gegen Kopfhörer, muss man auch akzeptieren. Aber das wäre halt eventuell eine Lösung, wie man das Ganze eben erträglicher macht. Deswegen haben wir auch für die Leute, die sich wünschen, ich will, dass die Musik richtig knattert, haben wir halt die Musiklautstärke halt ungefähr so eingependelt jetzt, dass eben Leute, die Kopfhörer benutzen, trotzdem noch ihre eigene Musik hören, weil das ist natürlich auch suboptimal, wenn man dann eben seine eigene Musik reinhauen will und dann wird es aber durch Helene Fischer übertönt oder so. Das wurde sich ja explizit auch gewünscht, auch schon im Kummerkasten, also kam schon vor im Kummerkasten. Ja. Nein, aber das ist, also das Video, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, natürlich vielen Dank an alle Schauspieler, die eigentlich nicht geschauspielert haben, weil sie alle schon auf euch zugekommen sind, aber die das Ganze natürlich vor Kamera nochmal so ein bisschen plastischer dargestellt haben, wie das halt den ganzen Tag wirklich abläuft. Ja, also da geht halt der Ruppe hier wirklich durch und wird einfach auf einem Weg von ich sag mal jetzt, Büro zum Tresen, wird dreimal angequatscht und da sollen einfach drei verschiedene Musikstile aufgelegt werden innerhalb der nächsten 2 Minuten. Also es ist wirklich schwierig und ja, bitte habt da Verständnis dafür, dass man da leider nicht jeden glücklich machen kann. Und du hast andere Fitnessstudios schon erwähnt. Ich sage das immer nicht gern, weil das immer so, die anderen machen es so und so. Da, wo ich bisher war, die haben halt einfach das gar nicht gemacht. Die haben halt einfach einen ganz normalen öffentlichen Radio spielen lassen und haben gesagt, wenn du dir was wünschst, dann musst du deine Kopfhörer mitnehmen. Und ja, klar, wir sagen jetzt gerade das Gleiche, aber wir versuchen natürlich schon über die Playlist, die erstellt wurde, aufgrund der Wünsche, die ihr schon äußern konnt in der Facebook-Gruppe, glaube ich, dass man schon zumindest dann etwas macht. Es kann natürlich aber leider Gottes sein, dass man zu einer Tageszeit kommt, wo die eigenen Songs in der Playlist nicht gespielt werden. Die werden natürlich zufällig abgespielt, aber es kann natürlich sein, dass man kein einziges Mal seinen Song hört und sich denkt, hey, what the fuck, ja. Musik, WTF. Aber ich glaube, dass das schon eine ganz gute Lösung ist, aber leider halt, natürlich kann das trotzdem nicht 100% der Leute zufriedenstellen. Ja. Was auch noch eine Option wäre, das dürft ihr jetzt bitte mal unten drunter kommentieren, was euch da eventuell lieber wäre. Oder das können wir einfach mal antesten. Thementage. Hat man schon mal den guten alten Metal Monday. Techno Tuesday. Whatever Wednesday. Der Whatever Wednesday und der Funky Friday ist eigentlich schon einer meiner Favoriten. Aber weil wir im Büro um 14.30 Uhr dann schon Schluss machen, das heißt, da muss ich nicht so viel davor hören. Oder Schranz Saturday. Nein, ich meine... Na, aber sowas könnte man eben machen. Das heißt, man kann sich dann eventuell sogar darauf einstellen und sagen, okay, jetzt, mein Gott, heute läuft halt einfach Metal. Also ich find's krass, ich möchte euch da jetzt nicht vorher beeinflussen, aber ich find's krass, weil dann ist so, okay, Montag kann ich zum Training kommen, dann läuft die Musik, am Dienstag kann ich kommen, boah, ich glaube, ich gehe auf einen Ganzkörpersplit, einen Ganzkörperplan einmal die Woche, weil da komme ich am Funky Friday. Das heißt, es ist ein bisschen, weiß ich nicht, oder am Whatever Wednesday, weil da weiß ich wenigstens nicht, was kommt. Also ja, es ist tough, aber ich finde es einen witzigen Vorschlag und bin gespannt, auch was ihr als Community auch dazu sagt, ja, ganz klar. Also bitte, jetzt hier der Aufruf, haut mal alle eure Gedanken hier unten rein. Wir sind ja da offen für einen Dialog und das ist wirklich eine schwierige Sache für uns und wir wollen es aber natürlich euch auch recht machen und das ist halt ein ganz, ganz schwieriges Thema, gerade bei Musik, und deswegen wollen wir da so viel Input von euch, wie es nur irgendwie möglich ist. Je mehr, desto besser, klar. Ja.